Servus, grüezi und moin moin, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von The Secret of Monkey Island. Wir waren das letzte Mal fliegen und haben Geld dafür kassiert. Jetzt sind wir auf der Suche nach dem Schatz. Ich habe keine Ahnung, wohin genau. Da waren wir schon, da oben waren wir noch gar nicht. Hier unten haben wir alles durchsucht eigentlich. Hier oben kommen wir nicht hin. Hier drüben ist auch noch alles ein bisschen unbekannt. Und hier drüben ist der Zirkus gewesen. Ich habe keine Ahnung, wo wir diese Schrittfolge machen müssen, die wir... Gabelung, ist hier auch noch was? Mal. Brücke ist hier, ne? Lichter. Gabelung. Okay. Inselufer. Ich gehe mal hier zur Gabelung. Da war ich auch noch nie. Glaube ich. Oha. Ja, das sieht schon mal nicht schlecht aus, wa? Wir gehen mal rein in die Karte. Wir haben noch 204 Goldstücke. Das dürfte eigentlich relativ gut sein. Das Protokoll. Pfefferminz. Gekochtes Fleisch. Ein Fisch. Die Schatzkarte. Die Schaufel. Und das Schwert. Genau, da habe ich mir ein Foto gemacht. Zurück. Links, rechts. Links, rechts, zurück. Rechts, links, zurück. Vielleicht müssen wir das Ganze hier in der Gabelung machen. Ich muss jetzt gerade nochmal das Foto suchen. So, okay. Dann probieren wir das mal. Zum Pfad. Zum Pfad. Was ist hier? Kann man hier auch zum Pfad gehen? Muss man das hier machen? Zurück. Also zurück. Nach links. Okay. Kann man hier, kann man das mitnehmen? My, what an unusually bright yellow they are. Ja, nimm es auch mit jetzt. Okay. Links waren wir. Jetzt müssen wir rechts, ne? Links. Also hier rüber. Wenn das denn geht. Geht nicht. Scheiße. Wo geht's hier lang? Geht zum Pfad. Da sind wir jetzt aber wieder rechts, ne? Okay, da haben wir eine Blume auch wieder. Achso. Schieben, die Blume schieben. Alter, du hast die... Du Penner. Er hat doch die anderen auch genommen. Was ist mit ihm jetzt los? Nimm doch die Blumen jetzt. Boah, ey. Regt mich das auf, ey. Wo sind wir denn jetzt? Jetzt, glaube ich, sind wir da, wo wir vorher auch schon waren, ne? Zum Pfad. Geh hier zum Pfad. Bis hier? Nix. Geh mal hier rüber. Okay. Da war jetzt aber noch nicht, oder? Boah. Das wir, also wir finden wahrscheinlich nie wieder raus. Das ist mal ein Schild. Danger. Open ravine. Achtung, tiefe Schlucht. Ja gut, dann gehen wir hier nicht rein. Dann gehen wir wieder retour. Check doch noch nicht ganz mit dem zurück und links und rechts und so. Wo fängt man denn an? Wo hört man denn auf? Kann mir gut vorstellen, dass es hier ist, ne, irgendwo. In diesem, bei diesem Pfad sozusagen. Aber wo genau? Also hier geht's rein und hier geht's rein. Wir sollten vielleicht mal wieder zum Anfang zurück. Das sind auch rote Blumen. Das sieht so komisch aus, ne? Die Textur hier. Siehst du, einfach ein Block. Looks like a regular old stump with the same red flowers that grow all over the forest. Ja, dann nimm die mal. I can't pick that up. Warum denn nicht? Boah, ey. Dann gehen wir hier mal rüber.
Oh, da können wir links und rechts gehen. Gehen zuerst rechts mal rein. Dann gehen wir retour. Und dann gehen wir links. Sind wir denn jetzt? Waren wir hier schon mal? I don't think strolling through the forest. Oh, wie kann man auch nicht nehmen? Very good practice for being a pirate. Ja, geht zum Pfad jetzt. Hier. Gehen wir mal hier lang. Ah, Moment. Guck mal. Da ist ein Baumstamm, der haltet. Da haben wir ein Skelett. Unheimlich, ja. Gut, hier können wir nicht lang, glaube ich. Jetzt sind wir eigentlich gar nicht mal so schlecht, glaube ich, ne? Okay. Oh, da ist die Blume zerstört worden. Ich kann hier links gehen. Ich kann hier aber auch rechts gehen. What a lovely plant. Ja, ist ja nicht mehr so schön, die Blume jetzt. I can't pick that up. Kann sie nicht nehmen. Versuchen. Okay. Dann gehen wir hier rüber. Da waren wir auch noch nicht. Heilige Scheiße. Was müssen wir denn hier? Versuchen, Baumstumpf. Nur ein alter Baumstumpf. Ah ja. Ich habe keine Ahnung mehr jetzt, wo wir lang müssen. Okay, hier waren wir auch schon. Boah, ey. Leute. Ich bin ein bisschen verwirrt jetzt. Ich glaube, wir machen die ganze Folge nur im Wald, ey. Alter. Okay, hier können wir nur noch links gehen, ne? Ich weiß nicht mal, was da war. Wir waren jetzt gerade drüben, wa? Okay. Wir sind von hier mal gekommen, glaube ich. Ich glaube, wenn wir irgendwie ohne Plan gehen, ist das nicht gut. Das ist nicht gut. Hier haben wir wieder das mit der Textur hier, ne? Gehen wir mal hier rüber. Okay. Gehen wir mal hier rein. Ja. Da waren wir auch schon mal. Und hier auch. Ja, und hier sind wir wieder. Scheiße, ne. Oh, ne. Ich hab mich verirrt. Ich hab mich verirrt. Hilfe. Ich komme ja nicht mal zum Anfang mehr zurück, ne. Das ist ja das Nächste. Das ist ja das Nächste. Mann, ey. Ah, scheiße, jetzt bin ich wieder rausgetapselt. Verdammt. Ja, ich mach mal hier ein Thumbnail, ne? Just for the mail. The Thumbnail. Bestenfalls ist die Scheiße hier draußen. Moment, ich muss mir hier kurz mal was aufschreiben. Sonst weiß ich nicht mehr, wann und wo. Im tiefen Wald nennen wir die Folge, weil wir kommen, glaube ich, da nie wieder raus. So, Leute, das war's jetzt mit dem Let's Play von The Monkey Island. Wir kommen hier nie wieder raus. Boah, ey, wo sind wir denn jetzt schon wieder? Ach, hier, das ist die andere Seite, ne? Prinzipiell ist ja das alles. Oh. Auf der Lichtung waren wir jetzt noch nie. Oder ist das die Anfangslichtung? Ich glaube, nein. Da können wir aber nicht viel machen, ne? Oha. Oha. Oh, nee. Ja, geil. Wir haben es gefunden. Okay, dann machen wir hier nochmal ein Thumbnail. Weil ist jetzt auch schöner mit dem Kreuz hier am Boden. Ist ja auch, ne?
Hier. So. Alternativ dazu muss man ja immer auch zwei auswählen. Looks like a big plus sign. What could that possibly mean? Ja, du musst das hier ausgraben, mein Freund. Und zwar müssen wir hierfür ins Inventar. Und dann auf Benutzen. Die Schaufel. Für hier. Hours pass. Eine Stunde später. Hey, I think I hit something. Sehr gut. Oh boy. It's a T-shirt. Nee. Not my size, but a nice one nonetheless. Was denn für ein T-Shirt? Well, I guess I should put all this dirt back now. Eine Stunde später. More hours pass. Ja, schön. Super. Hat der jetzt das T-Shirt mitgenommen? Naja. I found the treasure of Melee Island and all I got was this stupid T-Shirt. Ja, ich habe den Schatz gefunden und alles, was mir bleibt, ist ein T-Shirt. Okay. The legendary lost treasure of Melee Island. Ach, das... This carefully reproduced piece of Melee Island history has delighted thousands of would-be pirates and their families for generations. Remember, there are other pirates on this island. So go easy on the treasure. Leave some for the next person. Oh, wir hätten was da lassen sollen. Naja, wir haben ja nichts, nicht viel. Here lies treasure of such unimaginable wealth. Well, you'll just have to dig it up to believe it. Paid for by the Melee Island Chamber of Commerce. Okay. Ja, das war doch mal gut, oder? Wir haben den Schatz ausgegraben. Jetzt haben wir mal eine Prüfung bestanden. Fehlen nur noch zwei. Jetzt müssen wir noch gegen den Schwertkämpfer müssen wir gewinnen. Und bei der Gouverneurin noch was klauen. Jetzt müssen wir zuerst mal wieder herausfinden. Ach, das ist ja vom Vorteil jetzt. Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg runter in die Stadt, um, ihr wisst doch, bei dem Händler, ne, dem kann man ja sagen, er soll die Schwert- oder die Schwertkämpferin suchen. Die beste. Und mir ist dann mal eingefallen, nach einer Pause von einer Woche, dass wir denen eigentlich folgen hätten können, um zu sehen, wo der hingeht und wo die Frau ist, die er meint. Und das machen wir jetzt auch. Ich glaube, da haben wir ganz gute Chancen, wa? Hierfür müssen wir wieder rüber. Na, erstmal gehe ich nochmal hier rein, weil ich habe das letzte Mal gesehen, ich habe etwas übersehen. Und zwar dieses Gummihuhn hier. Das kann man nämlich mitnehmen. So. Habe ich übersehen. Ich habe mein eigenes Video geschaut und habe mir dann gedacht, hä? Das kann man doch auch mitnehmen, wa? So. Okay, das war hier. I've got my eye on you, boy. Steal anything and I break your legs. What do you want? So, ich suche nach der Schwertmeister, den Schwertmeister von Melee Island. Master of Melee Island. Yeah, like I'm gonna fall for that one again. Oh, please. I won't steal anything this time, I promise. Der ist nichts mehr hier. I guess I could hike all the way over there again. Be right back. Okay, jetzt müssen wir schnell sein, glaube ich. I've got my eyes on you, Weasel Boy. Don't try anything. Hier rüber. Ja, ist hier runtergelaufen. Müssen wir schneller sein ein bisschen. So.
Wahrscheinlich ist er selber, oder? Nee, der geht doch zu einer hin. Ah. Schön aufdringlich folgen, ne? Oh, warte mal. Der ist nicht hier. Wo ist der denn hin? Wo ist der denn hingelaufen? Hä? Da ist doch... Wo ist der denn hin? Da ist doch hier raufgelaufen. Und dann war er weg. Dann war er weg. Scheiße, wo ist der denn hin? Hier geht's zum Pfad. Haben wir was übersehen? Waren wir zu langsam? Oh nee. Der ist ja hier auch nicht, ne, auf der Karte. Scheiße. Der ist uns entwischt jetzt. Obwohl wir waren ja eigentlich genau hinter ihm. Vielleicht waren wir auch zu schnell. Ja, ist halt mühsam, das alles wieder zurückzulaufen. Weil hier gibt's ja auch nichts, ne? Hier gibt's ja auch nichts. Und hier ist er auch schon vorbeigelaufen. Da müssen wir einfach nochmal. Ich war jetzt, entweder waren wir zu langsam oder wir waren zu schnell. Der ist auf der großen Karte nicht aufgetaucht, ne? Verdammt. Der wird sich wahrscheinlich auch verarscht vorkommen, ne? Wenn wir jetzt nochmal fragen. Ey, kannst du mich nochmal, kannst du nochmal fragen gehen? Zum 10. Mal? Ah, scheiße, ey. Ja, müssen wir nochmal machen. Müssen wir nochmal machen. Egal. Oh, I should have known it'd be you again. Egal. Wir müssen ihn nochmal nachlaufen. The Swordmaster says you can jump in the lake, by the way. What do you want? Okay, ich suche nach Schwertmeister. I'm looking for the Swordmaster of Melee Island. Yeah, like I'm gonna fall for that one again. Ja doch, musst du nochmal. Bitte, I won't steal anything zum 10. Mal. Oh je, der Arme. I could hike all the way over there. Again. Ja, mach mal schnell. Ja, ja. Klar. Einmal geht noch. Ich weiß nicht, wie oft wir das jetzt schon gemacht haben. 8 oder 9 Mal? Mit dem jetzt? Ja, mach die Tür auf jetzt. Krieg ich wieder Stress, ey. Krieg ich wieder einen Stress, ey, mit dem. Ich hab den auf der Karte aber nicht mehr gesehen, ne? Ich habe den auf der Karte nicht mehr gesehen. Aber wir können auch nicht schneller sein wie der. Das geht eigentlich gar nicht. Verzwickte Lage, Freunde. Verzwickte Lage. So, der geht jetzt hier rauf. Und da ist er dann weg. Da ist er dann weg. Wo geht der dann hin? Ich gehe mal zur Gabelung. Da war auch gerade einer. Der hat zwar nicht ausgeschaut wie... Jo! Er ist hier. Das war der. Oh. Bin gespannt, Leute. Ich bin gespannt. Nach links ist er gelaufen. Hierauf. Jo, alles klar. Alles klar. Dann wissen wir das auch, wa? Dann wissen wir das auch. Oha, das ist eine Oha. Oha. I better just stay back here and eavesdrop. Ja, glaube ich auch. Hello again, Carla. I thought I told you to get lost.
Actually, I'm here on business. This kid come into my store, see? Face it, you crusty old lech. You'd make any excuse just to come out here and bother me. Wow. Yeah, I guess so. Well, cut it out. I'm sick of it. Take a hike and don't come out here again. Someone might follow you, and then I'd become another Melee Island tourist attraction. Hey, it's your loss, baby. Yeah, right. Now scram. Oh, Cockblock. Okay, ja, dann lass uns mal hier ein bisschen uns hinwagen zu dieser Frau. Und dann werden wir mit der mal quatschen, wa? Oder besser, eigentlich, wir machen es nächste Folge. Es war heute ein bisschen, ja, aber wir hatten Spaß auf jeden Fall. Also ich hatte Spaß, ihr hoffentlich auch. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund und auf Wiedersehen.